was wir an emotionalen Diskussionen auf YouTube zum Thema High Carb schon erlebt haben. Das ist Wahnsinn. Und das komplett Bizarre dabei ist, dass oft keiner der Diskussionsteilnehmer überhaupt eine Ahnung hat, was High Carb eigentlich bedeutet. Und manchmal wissen es die Leute, aber ihre Argumente sind keine, weil sie keine sprachliche Logik enthalten. Guten Morgen! Beginnen wir einfach mal mit einem Essverhalten, was immer mit High Carb assoziiert wird. Viel essen. Ich könnte nie so viel essen wie High Carber. Ich habe High Carb gegessen, aber ich habe mich aufgrund der Masse mich immer so aufgedunsen gefühlt. Oder als High Carber, da kann ich so viel essen wie ich will. High Carb beschreibt lediglich eine Relation der Makronährstoffe. Übersetzt bedeutet es so viel wie ein hoher Anteil an Kohlenhydraten. Das bedeutet, wenn jemand wie Silke Leopold pro Tag 1300 Kalorien zu sich nimmt, der Großteil aber davon Kohlenhydrate sind, dann ist sie High Carb. Wenn ich meine 1800 Kalorien pro Tag, die für den Erhalt meines Gewichts notwendig sind, siehe dazu auch oben die Infokarten, dazu mir nehme und der Großteil davon Kohlenhydrate sind, wie es auch der Fall ist, dann ernähre ich mich High Carb. Die Masse an Nahrung hat nichts mit High Carb zu tun, nur die Relation der Makronährstoffe. Anteilig viele Kohlenhydrate, unser Energielieferant Nummer 1 und ausreichend Fette und Proteine. Beides ungemein wichtig in der richtigen Dosis. Und diese Dosis ist zwar für jedermann individuell aufgrund des Stoffwechsels, aber sie ist auch für jedermann in Relation zu Kohlenhydraten bei einer gesunden Ernährung low, also niedrig. Daher ist Low Carb auch generell, kann man das sagen, ungesund, weil der Anteil von Fett und oder Protein höher ist als der von Kohlenhydraten. Die Begründung dafür findet ihr auch in meinen entsprechenden Videos und in jeder seriösen wissenschaftlichen Forschungsstudie des letzten Jahrzehnts. Heute geht's, ich blende euch mal ein paar Videos ein. Heute geht es nicht um die Diskussion, ist High Carb gesund oder ist Low Carb gesund und so weiter. Das haben wir alles schon durchgekaut und wie gesagt, da bitte dort diskutieren. Heute geht es darum, was ist überhaupt High Carb? Also die Grundlage einer Diskussion. Ne? High Carb Essen als gesunde Ernährung ist das eine. Und dann gibt es eben das Vielessen als ungesunde Ernährung. Beides, Vielessen und High Carb, hat nichts zwangsläufig miteinander zu tun. Man kann High Carb und viel essen. Man kann High Carb und wenig essen. Man kann viel und Low Carb essen. Und man kann wenig und Low Carb essen. Das heißt, High Carb und viel essen hat nichts miteinander zu tun. Nur weil einige High Carber viel essen und dieses viel essen auch propagieren, heißt das nicht, dass High Carb viel essen inkludiert. Das ist eine ganz simple Logik, die aber der Großteil der Menschen nicht versteht oder nicht verstehen will. Daher mal ein emotional nicht behaftetes Beispiel. Wenn der dumme Olaf Ausländer hasst und der dumme Olaf im Plattenbau wohnt, heißt das nicht, dass jeder, der im Plattenbau wohnt und dumm ist, auch Ausländer hasst. High Carb, ich sag das nochmal, hat nichts, wirklich gar nichts mit der Menge an Nahrung zu tun. Ich hoffe, das habt ihr jetzt verstanden. Nur weil einige High Carber viel essen, es ist möglich, natürlich können High Carber viel essen und die können auch sagen, ja, ich esse viel und ich bin High Carber. Aber es bedeutet nicht, dass High Carb bedeutet viel essen, nur weil einige suggerieren, viel essen und High Carb ist beides gesund. Nein, viel essen ist nicht gesund, High Carb ist gesund. Ne? Wer viel isst und weniger verbraucht, der wird sich immer scheiße fühlen, weil er zunimmt. Da ist es egal, ob er sich mit Nudeln, mit Walnüssen oder mit Fleisch vollfrisst. Zu viel essen ist ungesund, High Carb ist gesund. Schon alleine durch diese beiden anerkannten und den derzeitigen wissenschaftlichen Konsens bildenden Statements erkennt man schon auch wieder anhand der Logik, dass dies beides gar nicht synonym verwendet werden kann. Aber warum wird das dann trotzdem gemacht? Warum gibt es so viele Menschen, die High Carb und viel essen gemeinsam sehen? Erstens, weil Menschen sich von eben Influencern, vor allem bei YouTube, leiten lassen und solchen Schwachsinn wie du kannst so viel essen wie du willst, wenn du dich High Carb ernährst, einfach wieder jeglichen Körpergefühl annehmen, weil sie das natürlich auch glauben wollen und und dann natürlich zunehmen und sich dann beschissen fühlen, ne? Und dann diese falsche Assoziation machen, High Carb ist schuld, ne? Nee, ist viel Essen ist schuld, ne? Das ist vollkommen normal. Und vor allem wer gekochte, also zerstörte Nahrung zu sich nimmt,
Der kann auch nicht erwarten, ein natürliches Feedback zu erhalten. Der kann nicht so viel essen, wie er will. Ne? Weil das Feedback viel, viel länger braucht, wenn du gekochte Nahrung zu dir nimmst. Die Menschen, die so einen Unsinn verbreiten, die glauben das selber zwar auch und tun das vielleicht aus gutem Grund. Aber das heißt nicht, dass ihr das annehmen müsst, ihre Glaubenssätze. Ne? Und warum sie das glauben, warum sie davon auch überzeugt sind. Ne? Also wie zum Beispiel fällt ganz spontan... Vegan Power Girl fällt mir ein, Dorian Ryder fällt mir ein, die beiden fallen mir jetzt ein. Ne? Die glauben daran, die glauben ganz fest daran und handeln in guter Absicht, dass sie sagen, High Carb, könnt ihr viel essen, wie ihr wollt, ihr nehmt trotzdem an. Freely Banana Girl auch so. Ne? Und das hat zwei Gründe, warum sie das glauben. Erstens, sie treiben oft sehr, sehr viel Sport. Und wenn sie zu viel gegessen haben, spüren sie das auch scheinbar intuitiv und machen noch mehr Sport. Das erste, viel Sport. Dann kannst du so viel essen, wie du willst, weil der Wille und das Verhältnis zum Sport in einem gesunden Verhältnis stehen. Sie wollen dann eben auch Sport treiben. Aber es gibt Menschen, die wollen nur viel essen, die wollen aber keinen Sport treiben. Da funktioniert die Logik nicht. Ne? Und zweitens kann es auch sein, dass diese Menschen einen richtig schlechten Stoffwechsel haben, dass sie eben kaum Energie aus der Nahrung rausbekommen oder ihr Darm so dermaßen verschleimt und verkrustet ist von der gekochten Nahrung zum Beispiel oder von Fleisch und von was auch immer, dass in diesem Darm eine Nährstoffresorption kaum stattfinden kann. Ne? Der zweite Grund, warum High Carber und viel Essen synonym verwendet wird, also das waren jetzt nur die zwei Untergründe, warum die Menschen denken, dass sie so viel essen können, wie sie wollen. Aber der zweite Grund, warum viel Essen und High Carb synonym verwendet wird, ist, dass damit die gesundheitlich optimale Ernährungsweise High Carb durch den Zusatz viel Essen ganz stark an Wirkung verliert. Weil es ja ungesund ist, viel Essen. Und wenn man das gemeinsam nennt, High Carb und viel Essen, dann ist dieses Konsortium quasi nicht mehr die gesündeste und optimale Ernährungsweise. Das leuchtet jeden ein. Wenn ich jemanden sehe, der fett ist und sagt, ja, ich habe High Carb gegessen, ich habe so viel gegessen, wie ich wollte, dann sagt keiner, ja, High Carb kann nicht die gesündeste. Man tut zwei Sachen zusammen, weil man das ganz bewusst macht. Und man damit sozusagen diese Makronährstoffverteilung wie High Protein oder High Fett in ein besseres Licht drücken kann. Man tut es also ganz bewusst manipulativ, eine manipulative Strategie, ohne Relevanz für die tatsächliche Fragestellung bezüglich der Makronährstoffverteilung. Man macht dies ganz bewusst. Das sind die zwei Gründe. Also merken, erstens, High Carb ist nur eine Relation von Kohlenhydraten, Fetten und Proteinen zueinander. Ob man da 90% Kohlenhydrate oder 60% Kohlenhydrate zu sich nimmt, ist begrifflich total egal. Beides ist High Carb. Denn dann kommen wir zum nächsten. Manche assoziieren einen ganz bestimmten prozentualen Anteil, wenn sie von High Carb reden. Zum Beispiel das populäre 80-10-10, also 80-10-10, also 80% Kohlenhydrate, 10% Fette, 10% Proteine. Das ist aber genauso Unsinn wie das Vielessen. High Carb bedeutet einfach, der Anteil der Kohlenhydrate ist höher als der von Proteinen und Fetten. Mehr nicht. Nichts mehr. Egal was die Leute reininterpretieren, egal wie man sich hinstellt und sagt, ey, die Chen ist cool, High Carb ist cool, ich bin High Carb. Nein, bist du nicht. High Carb ist anteilig viele Kohlenhydrate. Mehr nicht. Ich glaube, heute sickert es glaube ich auch bis zum letzten durch. Kommen wir zu einem weiteren logischen Fehler, den viele machen, wenn sie sich mit der High Carb Ernährungspyramide und den damit aktuellen wissenschaftlichen Studien konfrontiert sehen. Sie sehen ihr Fleisch oder ihr Öl oder welche Proteine, fettreichen Lieblingslebensmittel auch immer, sie sehen die, dass sie immer weiter runterrutschen und fangen dann zu argumentieren, High Carb ist definitiv nicht das Beste, weil Fette und Proteine, die sind total gesund. Aktuelles Beispiel aus der Vergangenheit ist Simon Teichmann, das Video verlinke ich euch gleich noch einmal hier oben. Ne? Also, während der logische Fehler in dem erstgenannten Beispiel dort zu finden war, dass man zwei Merkmale einfach miteinander verbunden hat, weil ein Merkmalsträger beide besitzt, ist der logische Fehler hier, dass man eine richtige Aussage nutzt und dann mit dieser Zustimmung im Rücken eine falsche Aussage daraus ableiten will und dann irgendwie hofft, dass keinem diese Unlogik auffällt, quasi eine sehr kurze sokratische Ja-Straße. Denn Fett ist gesund, Proteine sind gesund, das ist korrekt, daher sollte man sie auch ausreichend zu sich nehmen. Der Anteil dessen,
was wissenschaftlich aktuell als gesund gilt, ist aber eben so niedrig in Relation zu den Kohlenhydraten, dass man von Low Protein und Low Fat spricht. Das Low und das High in diesen Termini sind Relationen. Daher ja, Fett ist wichtig und ja, Proteine sind gesund. Aber nein, mit diesem Argument kann man eine High Carb Ernährung nicht angreifen, da beide Aussagen miteinander vereinbar sind. Man kann einen hohen Anteil an Kohlenhydraten zu sich nehmen, also High Carb, hoher Anteil an Kohlenhydraten, und dabei wenig, aber ausreichend Fette und Proteine zu sich nehmen. Wenn man dann noch beachtet, dass man sich nicht überfrisst, dann hat man grundsätzlich erstmal auch die gesündeste Ernährungsweise gefunden und dann ist eigentlich erstmal alles gut und dann kann man individuell halt schauen, wie viel man von dem verträgt, wie viel von dem und so weiter. Gerade wenn man zum Beispiel die individuellen Ansprüche sieht, zum Beispiel wenn jemand Bodybuilding betreibt, der braucht natürlich mehr Proteine, ganz ohne Frage, ne? Aber die grundsätzliche Relation High Carb und Low Protein, Low Fat, die muss gewährleistet bleiben bei einer gesunden Ernährung. Ein Bodybuilder kann mehr Protein zu sich nehmen, aber wenn es mehr Protein als High Carb, also als Kohlenhydrate werden, dann wird es problematisch für die Gesundheit. Und ja, und das ist eigentlich das, was sich jeder merken muss. Ne? Einfach wie auch unsere natürliche Ernährung konzipiert ist, ne? Jedes Gemüse, Obst, bis auf ein paar Ausnahmen, sind alle High Carb, das ist die gesündeste Ernährung. So, und entsprechend viele Kohlenhydrate zu sich nehmen und ausreichend Proteine und ausreichend Fette. Ne? Also das Thema gerade im Hinblick auf die Kommentare ist heute nicht wie gesundes High Carb, ne? Das machen wir, haben wir schon oft durchgekaut und da können wir gerne nochmal reden, sondern wir fangen heute ganz unten an und wir definieren heute, ja, was ist High Carb? Ja? Erstmal so, dass wir alle im Internet, alle bei YouTube so eine gemeinsame Basis haben, auf der wir diskutieren. Denn der eine nennt High Carb so, der andere High Carb so, dann schreiben die beiden sich und das ist total sinnlos. Das ist total sinnlos. Du stehst daneben, also beziehungsweise du liest und fragst dich, sind die denn bekloppt? Merken die nicht, dass sie von was ganz anderem reden? Ne? Erstmal die Basics klären, wenn man miteinander diskutiert. Ne? Weil, ja. Und das andere ist halt die Unlogik in der Argumentation. Ne? Wenn solche Sachen gemacht werden, die Sachen zusammenführen, ja, die nichts miteinander zu tun haben oder falsche Schlussfolgerungen implizieren, ne? Da kommt man auch nicht weiter. Aber das kriegen die Leute ganz oft nicht mit. Ne? Da ist nur Emotionalität. Ja, und das war's. Und, der Grund, warum Menschen diese teilweise komplett abstrusen Zusammenhänge dann auch bewusst herstellen, das liegt eben darin, dass man einfach eine Überzeugung hat, die man ganz stark hat und die man vertreten will. Und da geht es nicht um die Diskussion an sich, ne? Also die Wahrheit zu finden, sondern nur darum, wer hat Recht. Ne? Wenn ich in eine Diskussion trete, dann ist mein Ziel, der Wahrheit ein Stück näher zu kommen. Und ihr seht es ja auch in den Kommentaren, ich bin immer dankbar, wenn andere Menschen andere Sichtweisen und Meinungen auch vertreten und mir darstellen, aus denen ich lernen kann und dadurch meine Meinung entweder verstärke oder auch schwäche. Zumindest solange die Diskussion wirklich ohne Emotion und logisch korrekt geführt werden. Das ist mir immer sehr, sehr wichtig, sonst bringt es halt nichts. Aber die meisten Menschen wollen einfach nur Recht behalten. Und ich als YouTuber bekomme das natürlich sehr, sehr stark zu spüren, weil ich in den Kommentaren manche lesen ja nur die Überschrift und sagen nein, weil jetzt, zu dem Thema wäre jetzt ein klassischer Kommentar wäre, nein du Spinner, Low Carb ist gesund und High Carb ist ungesund, so, das so ungefähr und ja, und ja, wenn es gefährlich wird, dann tun sie sich dann noch verstricken in falsche Argumentation und ja, und das ist dann halt komplett am Thema vorbei und was auch immer. Ne? Es geht nur um das Recht haben. Ne? Die Wahrheit ist egal, es geht nur um das Recht haben. Und das ist die Krankheit unserer Gesellschaft. Wir wollen alle Recht haben. Ist egal, was da passiert, Hauptsache wir haben Recht. Ne? Ist schlimm, schlimm. So, ich hoffe, gerade was die High Carb Diskussion angeht, habt ihr heute ja nun ein paar Dinge gelernt, die euch, egal ob ihr noch gegen oder für High Carb seid, die Suche nach der Wahrheit erleichtern sollte. Bewusst leben heißt auch bewusst diskutieren und Emotionen haben gar nichts in Diskussionen verloren. Emotionen lebt man aus. Und wenn das hier jemand in den Kommentaren macht, vollkommen in Ordnung, dann diskutiere ich natürlich nicht, sondern nehme ihn virtuell in den Arm und lasse ihn fließen. Er kann mich, ich sag, ihr könnt mich gerne beschimpfen, ihr könnt gerne eure Emotionen fließen lassen, was auch immer, lasst einfach fließen, dafür ist mein Kanal da. Auch eine persönliche Empfehlung von mir, das könnt ihr bei mir machen, ich sperre keinen dafür oder sonst was, einfach fließen lassen und ich werde natürlich nicht groß diskutieren, sondern werde sagen danke für eure Meinung oder so, und aber
auch wieder von der Logik her, wenn ich schreibe Danke für eure Meinung, kann das einerseits sein, dass sowas ist, du sagst jetzt zum Beispiel, ja du Spinner, du diskutierst total unwissenschaftlich und der Simon Teichmann oder der Rudi Carrell hat gesagt, Low Carb ist viel gesünder und der hat studiert und also was Besseres als du und eine bessere Note oder irgendwie sowas. Dass ich dann schreibe, ja, danke für deine Meinung oder danke für dein kritisches Feedback, mache ich auch sehr sehr gerne. Aber es kann natürlich auch sein, ihr schreibt wirklich eine Meinung, zu der ich so nichts zu sagen habe, bedanke mich aber wirklich für eure Meinung. Das müsst ihr euch einfach ja, dann für euch ja, entscheiden, was ich jetzt gemeint habe. Aber ich glaube, das erkennt ihr schon selber an eurer Intuition, wie ihr an mich herangetreten seid und wenn ihr wirklich eure Meinung einfach dargestellt habt und ich mich danke für eure Meinung ganz normal bedanke, dann ist, ist das Danke auch herzlich gemeint. Weil gerade wenn es auch eine andere Meinung ist oder dieselbe Meinung oder was auch immer, ist es immer schön zu sehen, wenn Menschen hier diskutieren und ehrlich und offen ihre Kommentare schreiben und idealerweise ihre Emotionen auch noch im Griff haben. In der Realität auch nochmal ein Tipp, also wenn jemand mit euch emotional diskutiert, gebt ihm einfach recht. Das ist die beste Lösung, die ihr habt. Wenn jemand emotional diskutiert, gebt ihm einfach recht. Dann freut er sich und hat alles erreicht, was er wollte. Er ist nicht daran interessiert, irgendwie eine Wahrheit zu finden. Ne? Er will recht haben. Also gebt ihm recht. Das kostet euch nichts. Ja, hast recht. Ja, das wirklich, versucht euch das anzugewöhnen. Am Anfang ist es schwer, aber es ist dann total leicht. Einfach, wenn dann jemand kommt und dann anfängt zu diskutieren, ja, du hast recht. Okay, alles klar. Tschüss, der nächste bitte. Ja. Okay, also langes Video. Ich hoffe, ich konnte, was die High Carb Diskussion angeht, etwas entmüllen und wünsche euch einen wunderschönen Tag. Euer Christian. Ciao.